Benutzt ihr auch Netflix zum Streamen von Serien, Filmen oder Dokus zum Beispiel? Kann ich gut verstehen. Netflix hat viele interessante Inhalte anzubieten. Also mich haben sie seit House of Cards, das steht mal fest. Aber wenn ihr auch hingeht und euer Konto teilt mit anderen Leuten, mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten und sagt, ich habe ein bezahltes Abo, ihr könnt mitgucken, dann solltet ihr jetzt zuhören, denn das will Netflix ändern, dass genau das tatsächlich gemacht werden kann. Und darum geht es in dieser Folge und jetzt geht es auch gleich schon los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Netzkenner. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das freut mich wirklich außerordentlich. Auch freue ich mich, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst, mal ganz grundsätzlich und natürlich einen Daumen nach oben und oder ein Abo, damit ihr immer mitbekommt, wenn es eine neue Folge gibt und damit der Algorithmus mitbekommt, dass ihr das hier mögt und dann kriegen es mehr Leute zu sehen. Das ist fein für alle. So, Netflix kennen wir alle als Streamingdienst. Nicht alle haben ein Abo dort, aber Netflix kennen wir zweifellos alle als Streamingdienst, der gute Inhalte anbietet, Serien, Filme und einige haben ja wirklich von sich reden gemacht, was man da so sehen kann. Allerdings so richtig günstig ist es nicht. Das muss man auch sagen. Die Abos fangen an bei 8 Euro im Monat für das Basismodell. Da hat man noch nicht mal HD. Dann gibt es das Standardmodell. Das ist dann in Full HD und man kann auf zwei Geräten gleichzeitig gucken. Das kostet dann schon 13 Euro. Und dann gibt es noch das Premium-Modell, kostet 18 Euro im Monat. Da kann man auf vier Geräten gleichzeitig gucken und das in Ultra HD 4K. Also lohnt sich natürlich nur dann, wenn man einen richtig guten Smart TV zu Hause hat oder ein knackiges Display bei einem Mobilgerät. Das ist mal klar. Aber das sind schon Kosten, gar keine Frage. Und deswegen gehen viele Menschen dazu über und sagen, okay, ich zahle sowieso, dann teile ich mein Abo doch mit anderen, mit Familienangehörigen, mit Freunden, mit Bekannten, mit dem Nachbarn vielleicht auch, wenn man sich mit dem gut versteht und sagt sich, okay, ich zahle genug, das teile ich einfach und dann können andere davon auch profitieren. Ist eine nette Geste, ist ja gar keine Frage, aber die allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Netflix, die sehen das nicht vor. Die sehen zwar vor, dass man bis zu 5 Unterkonten einrichten kann oder Profile für Familienmitglieder. Und Familienmitglieder ist so definiert, man wohnt in einem Haushalt. Das gilt übrigens auch für eine WG, für eine Wohngemeinschaft. Das geht durchaus auch. Aber man wohnt an derselben Adresse. Und da darf man durchaus das Netflix-Abo teilen, klar. Und dann kann auch der ein oder andere mal unterwegs sein. Die Kinder haben vielleicht ein Tablet und sind unterwegs und gucken da mal. Oder bei Freunden, wenn sie da übernachten oder Freundinnen, dann geht das auch, gar keine Frage. Und wenn wir selbst unterwegs sind, natürlich auch. Aber was man nicht darf, ist zu sagen, okay, Peter oder Diana, du wohnst da hinten und du kriegst einfach auch einen Zugang, machst dir schön gemütlich mit Netflix. Das ist laut AGB nicht erlaubt und theoretisch könnte Netflix auch hingehen und Schadensersatzforderungen einklagen, wenn sie herausfinden, dass jemand mehr oder weniger gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen guckt. Das sind schon auch die juristischen Fakten. Jetzt aber ist es so, dass Netflix aufgefallen ist, sehr viele Menschen nutzen so ein geteiltes Abo und gucken Netflix, ohne zu bezahlen. Laut Netflix sind es 100 Millionen Haushalte weltweit. Wow, das ist natürlich schon eine Menge, gar keine Frage. 100 Millionen Haushalte, wenn man auch nur das Basismodell von 8 Euro im Monat unterstellt, wären das 800 Millionen Euro monatlich, die man mehr verdienen könnte. Wenn alle Haushalte das dann auch in einer bezahlten Version machen würden. Aber wie auch immer man das dreht und wendet, es entgehen dem Unternehmen schon ziemlich hohe Einnahmen, gar keine Frage. Und ich kann verstehen, dass sie sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass, wenn jemand guckt, auch bezahlt. Das finde ich vollkommen nachvollziehbar. Und in Südamerika hat Netflix einen Test gefahren und ist hingegangen, hat geguckt, was kann man so machen. Also wenn wir erkennen, dass jemand guckt mit einem geteilten Abo und ist dabei eigentlich gar nicht der Hauptinhaber, dann können wir das ja unterbinden. Das ist mit technischen Mitteln, naja, je nachdem, wie man guckt, durchaus möglich, sagen wir mal so. Und dann haben sie ein Angebot gemacht, nämlich, okay, für diejenigen, die ein geteiltes Abo benutzen, die zahlen 3 Dollar mehr im Monat dafür.
So, und dann haben das anscheinend viele angenommen, dieses Angebot. Deswegen jetzt die Neuerung bei Netflix. Ab Anfang 2023 wird es bei Netflix möglich sein, bis zu 2 Menschen, Haushalten, Familien, wie auch immer, bis zu 2 Unterkonten einzurichten vom eigenen Netflix-Abo. Und dann kostet jedes Unterkonto 3 € im Monat. Das ist die Idee. Das heißt also, ihr könnt hingehen und weiterhin natürlich mit der eigenen Familie Unterkonten einrichten, die nichts kosten, mit der eigenen Familie, die unter einem Dach lebt. Und wenn man noch weitere dazu nehmen möchte, Freunde, Bekannte, Kollegen, wem auch immer, dann kostet das 3 € im Monat für diese Unterkonten. Aber nur maximal 2-mal kann man das machen. Das erscheint mir auch, muss ich sagen, fair. 3 €, wenn man also sich überlegen muss, ein eigenes Konto einrichten für 8, 13, 18 € im Monat oder 3 €, das ist natürlich ein Unterschied. Also 3 € erscheint mir fair. Das soll halt im Anfang 2023 starten, dieses Modell. Wie findet ihr das, dass Netflix das jetzt machen wird, dass sie so vorgehen wollen und dann das Teilen von Konten nach Belieben in Zukunft unterbunden wird? Findet ihr das nachvollziehbar? Ärgert ihr euch? Findet ihr das gut? Schreibt es gerne in die Kommentare, da bin ich nämlich ziemlich neugierig. Auf einem Tweet von mir haben einige gesagt, was? Dann werde ich sofort mein Konto kündigen, zum Beispiel. Ist eine mögliche Reaktion. Ne? Ich stehe auf dem Standpunkt, wer guckt, der sollte auch bezahlen, weil es ist nun mal ein komplett gebührenfinanzierter Sender oder abogebührenfinanzierter Sender oder Streamingdienst, der muss natürlich auch gucken, dass nicht zu viele Menschen das Ganze kostenlos nutzen, ohne dass sie was davon haben. Das kann ich wirtschaftlich absolut nachvollziehen. Und 3 € finde ich, erscheint mir ein fairer Preis als Erweiterung eines bestehenden Abonnements zu sein. Aber wenn ihr anders darüber denkt, schreibt es auf. Apropos kostenlos, ab 4. November 2023 wird es auch in Deutschland, oder wenn ihr das später guckt, ab seitdem gibt es das, wird es auch in Deutschland ein reduziertes Abo geben, also von den Kosten reduziertes Abo geben, nämlich für 5 € im Monat, das dann aber werbefinanziert ist. Das heißt, ihr zahlt weniger, müsst aber erdulden, dass regelmäßig Werbeunterbrechungen erscheinen. Ich weiß noch nicht, wie oft, an welchen Stellen, das werden wir sehen, aber es wird regelmäßig Werbeunterbrechungen geben und das ist dann quasi der Sponsor, damit das Abonnement günstiger wird. Ich persönlich mag das gar nicht. Ich gucke auch kein Kommerzfernsehen, weil mich diese Werbeunterbrechungen absolut nerven und auch die Werbung nervt. Und finde das unerträglich, um ehrlich zu sein. Kann mir allerdings so einen Streamingdienst natürlich auch leisten. Wenn jemand nicht so viel Geld zur Verfügung hat, kann ich verstehen, dass er sagt, komm, dann nutze ich das. Bei Spotify dasselbe und komme mit der Werbung schon klar. Immerhin hat man, fairerweise muss man das sagen, dann ab 4. November 2022 die Wahl, auch in Deutschland, ob werbefinanziert und etwas günstiger oder eben bezahlt und dann auch noch in 3 Kategorien, eben Basis, Standard, Premium für 8, 13 oder wow, 18 € im Monat. Und ich bin ziemlich sicher, dass die anderen Streamingdienste, egal wie sie heißen, ob Wow, Join, Disney oder Amazon Prime selbstverständlich, dass die das beobachten werden und vielleicht ähnliche Methoden dann einführen werden. Das konnte ich mir zumindest grundsätzlich vorstellen. Danke fürs Zuschauen, für euer Interesse und wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da, damit ihr auch weiterhin auf dem Laufenden bleibt. Wir sehen uns hier wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und bleibt bitte neugierig, ist ja klar.